Die Nachricht schlechthin ist aus meiner Sicht, der Rücktritt des Bundesbankchefs Jens Weidmann kam ziemlich überraschend, zumindest heute überraschend. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, ein sehr schlechtes Omen in Richtung weiterer Inflation. Und warum das so ist, das will ich in diesem Video thematisieren. Zunächst mal, was hat er denn selber gesagt? Hat sich bedankt also für die teils schwierigen Diskussionen, die er da geführt hat. Das ist ein dezenter Hinweis darauf, dass er ja sehr hawkisch unterwegs war oder vergleichsweise hawkisch in einem Gremium, das von den Südländern faktisch dominiert ist, das mit Christine Lagarde eine, naja, mentale Südländerin an der Spitze hat. Lagarde selbst hat dann gesagt, ja, also sie bedauert immens den Rückzug von Jens Weidmann. Bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich so ist, sei es drum. Jedenfalls eines scheint auch klar, der Jens hat nicht aus wirklich persönlichen Gründen diesen Rückzug gemacht, wie er das gesagt hat, ja, nach 10 Jahren, da reicht es dann irgendwann mal. Sondern der greift vor, denn er weiß, dass er unter der wahrscheinlich neuen Scholz-Regierung keine Chance hat, eben diesen Bundesbankposten, Bundesbankchefposten zu behalten. Denn Scholz und die Grünen, die bevorzugen da etwas, naja, Dorwischeres, die wollen ja so in Richtung Schuldenunion, da ist es nicht verkehrt, wenn man da jemand hat, der sehr gutwillig hier diese neuen Vorgaben umsetzt. Der Jens Weidmann galt ja so ein bisschen als ein Mann von Merkel, war auf jeden Fall eher jemand, der mit der CDU durchaus kompatibel gehen konnte, mit den CDU-Positionen. Allerdings hat Merkel ihn ja durchaus das ein oder andere Mal hängen gelassen, als es ernst wurde, als Merkel eben die Position von Weidmann gegenüber den Südländern nicht unterstützt hat. Schauen wir uns mal das an, was Weidmann dann noch gesagt hat in seiner Abschiedserklärung. Da findet sich Interessantes, da sagt er zum Beispiel, nicht einseitig auf Deflationsrisiken zu schauen, sondern auch perspektivische Inflationsgefahren nicht aus dem Blick zu verlieren. Und er sagt dann auch, dies ist meine feste persönliche Überzeugung, genauso wie die hohe Bedeutung der Unabhängigkeit der Geldpolitik. Auch das ein latenter Hinweis, dass natürlich die EZB sehr stark inzwischen politisiert ist, dass politische Interessen hier eine riesige Rolle spielen, damit eigentlich das Grundprinzip, die Verfassung eigentlich der EZB außer Kraft gesetzt. Sie soll ja komplett unabhängig von der Politik agieren in der Theorie. In der Praxis ist das ganz anders. Inzwischen ist man ja auch zuständig für Klimapolitik. Eine sehr seltsame Ausweitung der Kompetenzen, eine klare Mandatsüberschreitung, brauchen wir gar nicht drüber reden. Jedenfalls dieser Hinweis auf die Unabhängigkeit der Notenbank, wie auch auf die Inflationsgefahren und nicht immer die Deflationsperspektiven im Blick zu behalten, das ist relativ eindeutig. Daniel Stelter hat es auf den Punkt gebracht, aus persönlichen Gründen oder eher, weil er weiß, was kommt, offene Staatsführung, Staatsfinanzierung durch EZB, natürlich nur zum Guten, Rettung des Klimas, Euro-Rettung. Jetzt könnte die Stunde für Marcel Fratscher kommen, der sich schon seit, naja, einer langen Zeit empfiehlt durch eine Rhetorik, die noch EZB-mäßiger ist, als sie aus der EZB ohnehin schon kommt. Da herrscht teilweise schon Überflutungsgefahr aufgrund der Schleimspuren, die der Marcello da hinterlässt. Also das ist jetzt das Szenario, das droht. Der wäre ja genau optimal letztendlich, um sich da anzudienen. Und da wird man sicherlich ihn in der engeren Auswahl haben, neben Isabel Schnabel und dem Staatssekretär Kukis, der schon Wundersames geleistet hat in Sachen BaFin und Wirecard. Aber gut, das muss man dann eben sehen. Hier Jörg Krämer von der Commerzbank hat Ähnliches gesagt. Er sagt also, ich sehe nicht, dass die EZB irgendwie eine Wende in der Geldpolitik macht. Die Märkte preisen ja teilweise schon für 2022 im Euroraum eine Zinsanhebung ein. Das, so Jörg Krämer, das hält er für unwahrscheinlich. Vielmehr werden die, wenn dieses PEP-Programm ausgelaufen ist, dann ein neues Programm auflegen. Und da ist es nicht schlecht, wenn dann jemand wie Marcello Fratscher möglicherweise als neuer Bundesbankchef überhaupt keinen Widerstand mehr leistet, weil ist ja unbedingt nötig. Heute hat sich der Belgier Wunsch, belgischer Notenbankchef, geäußert und hat gesagt, ja, die EZB sollte graduell die ultralaxe Geldpolitik zurückfahren und es sei nur logisch, wenn man sozusagen aufgrund der ökonomischen Daten jetzt eben diese Anleihekäufe beenden würde, graduell. Also da ist ein etwas anderer Ton, aber die Deutschen werden wahrscheinlich die Musterknaben in Sachen Schuldenaufnahme, in Sachen Kreditfinanzierung, in Sachen Bilanzausweitung der EZB. Hurra, jetzt sind wir soweit, jetzt hat man uns auch weichgeklopft und ein Marcello Fratscherino als Italiener mit Leib und Seele,
Der kann dieses auch praktisch mit kultureller DNA dann verknüpfen. Und siehe da, Marcello Fraccherino, Stichwort, das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaft, dem Marcel Fratscher ja vorsteht. Ja, und das hat heute dann gleich mal einen Text rausgehauen und hat gesagt, ja, diese Inflation, die ist eigentlich vorübergehend, nur bestünde eine Gefahr, nämlich diese selbsterfüllenden Prophezeiungen in Sachen Inflation. Gefahr droht, Zitat, eher von den Erwartungen, zu der auch gerade die alarmistische Berichterstattung beiträgt. Also, alles totale Panikmache in Sachen Inflation. Wir hatten ja heute zum Beispiel Erzeugerpreise nur knapp über 14% zum Vorjahresmonat, über 2%, 2,3% gestiegen zum Vormonat, Erwartung eigentlich 1,0% zum Vormonat. Also da ist ein massiver Inflationsdruck. Da muss man schon ein bisschen, naja, ich sag mal, weichgespült sein, um das so zu formulieren, wie das DIW das hier formuliert und Marcel Fratscher dann mit einem Tweet. Wir wissen nicht, ob die Inflation zu hoch oder zu niedrig ist. Na, das kannst du nie wissen, Marcello. Woher soll man das wissen, gell? 20% würde ich jetzt schon eher als hoch bezeichnen, gell? Aber gut, oder 14, je nachdem bei den Erzeugerpreisen. Wird die Unsicherheit in dieser Wirtschaftskrise ist enorm. Immerhin, er relativiert es. Aber, und jetzt sagt er, kann man nicht wissen, aber jetzt sagt er doch, es gibt aber eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation eher zu niedrig ist als eben zu hoch. Also das ist schon, das würden die Markterwartungen der ExpertInnen zeigen. Also hier wird dann auch noch gegendert, korrekterweise. Der Mann ist so prädestiniert, gell? Vielleicht kann er noch eine Geschlechtsumwandlung machen als Frau. Wäre er dann gleich noch besser dran, könnte man formulieren. Nein, Scherz beiseite. Das ist also schon so anbiederisch, dass es schon schmerzt. Da kann man sich schon vorstellen, was da in seinem Kopf derzeit passiert. Jetzt kommen wir mal zu diesen latenten Inflationsgefahren. Energiekrise ist einer der Punkte. Der Mittelstand warnt jetzt vor veritabler Wirtschaftskrise. Nicht nur aus dem Transportsektor, eben auch Produzenten sagen, das wird jetzt alles richtig krass. Und vielleicht für den einen oder anderen ist das gut, gell? Wenn nichts mehr produziert wird, wird auch nichts mehr verbraucht, dann wird auch nichts mehr verschmutzt, gell? Dann sind wir doch alle zufrieden, nachdem jetzt ein Allzeithoch beim Dieselpreis der Fall ist. Und wie gesagt, jetzt kommt dann die CO2-Abgabe ab 1. Januar noch oben drauf, dann wird es noch lustiger. Jetzt hat Russland möglicherweise ein bisschen wenig geliefert an Gas. Hier gibt es Daten angeblich, dass man sieht, dass nur die umstrittene Nord Stream Pipeline nicht betroffen sei von einer Reduzierung der Gasdurchleitung. Annalena Baerbock hat ja treffenderweise gesagt, also kann man nur unter großem Vorbehalt genehmigen, nämlich nur dann, wenn der Betreiber der Pipeline ist, nicht identisch mit dem Lieferanten ist. Dementsprechend will sie das verzögern. Ich bin mal gespannt, ob ihr das noch schwer leid tun wird, wenn die Temperaturen ein bisschen frischer werden und die Annalena dann vielleicht das eine oder andere Pelzmäntelchen aus Russland überziehen muss, um nicht zu frieren. Putin jedenfalls hat gesagt heute, also er persönlich sei besorgt über die Konsequenzen des hohen Gaspreises und will die Haushalte in der EU unterstützen. Okay, er hätte keine... Er hätte kein Interesse an ansteigenden Gaspreisen, schwer zu beurteilen, aber klar, er will nicht, dass ein Markt wahrscheinlich komplett aus dem Ruder läuft, das kann auch nicht in seinem Interesse sein. Und angesichts dieser Energiekrise ist natürlich die Frage, was ist jetzt mit Atomkraft? Die Deutschen wollen ja bis Ende 2021 drei Atomkraftwerke abschalten, dann nochmal drei bis Ende 2022. Brüssel hat jetzt sich erstmal um eine Entscheidung gedrückt, wie es denn mit den nuklearen Energieträgern aussieht. Ist das grüne Energie? Ist das geeignet dann für grünes Investment, dieses ESG? Das ist natürlich ein hochbrisanter Punkt jetzt in dieser Zeit. Und angesichts dieser Energiekrise hat man jetzt erstmal die Entscheidung vertagt, weil offenkundig zu schwierig. Auch die Amerikaner merken so langsam, alles sehr viel abgedämpfter als in Deutschland, dass es mit den Preisen nach oben geht. Gasoline Price hier auf 3,42 Dollar für die Gallone gestiegen, höchster Preis seit 7 Jahren. Und mein Kollege Wolfgang Müller heute mit einem Artikel, Benzinpreis in den USA. Wann reagiert die US-Regierung? Denn die Regierung Biden ist nicht gerade wirklich populär. Die Zustimmungswerte für Biden, wie auch für Kamala Harris, sind ganz, ganz tief im Keller.
nachdem eben die Inflation weiter ansteigt, die Kosten für die Amerikaner ansteigen, dann das Afghanistan-Desaster, jetzt kommt dieses Infrastrukturpaket noch nicht so richtig aus dem Quark. Das alles Gründe für die Unpopularität. Die Chinesen jedenfalls haben sich schon mal große Mengen Flüssiggas gesichert mit einem Vertrag bei einem großen Anbieter aus den USA, interessanterweise. Also auch der Chinese friert nicht gerne, könnte man formulieren, apropos China. Hier ist jetzt die neue Priorität offenkundig, nachdem die Preise fallen, für Immobilien in China den Hausmarkt irgendwie zu stabilisieren, irgendwie dafür zu sorgen, dass da keine Panik aufkommt. Allerdings sehen wir hier schon mal, Sinic hat hier einen technischen Default hingelegt, laut S&P. Kaiser hat jetzt ein Treffen mit Kreditgebern absagen müssen. Und am 23. Oktober endet die sogenannte Grace Period für Evergrande. Wenn bis dahin die Bondhalter in Dollar nicht bezahlt sind, dann wäre das eben auch ein klarer Default mit Abstufungen durch Ratingagenturen in den USA, by the way. Merkt man auch jetzt bei den Lebensmitteln langsam, dass da was passiert. Einer der größten Logistiker in den USA hat gesagt, also wir haben jetzt riesige Probleme, dieses Angebot aufrechtzuerhalten aufgrund dieser Lieferketten. Und wir werden die Preise erhöhen müssen. Es wird wahrscheinlich schlimmer werden erstmal, bevor es besser wird. Irgendwann wird sich die Situation wahrscheinlich schon entspannen. Aber die Frage ist eben, wann Nestlé-Chef, Nestlé, glaube ich, der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern, hat gesagt, also die Inputkosten sind stärker gestiegen, als wir die Preise angehoben haben. Gestern hat der Nestlé ja gesagt, ja, wir werden die Preise anheben in einem vernünftigen, verantwortungsvollen Maße. Will man das tun? Also man muss es wohl tun, weil eben die Kosten so stark steigen. Jetzt kommen wir mal zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wir sehen praktisch S&P 500 jetzt am Allzeithoch kratzend. Wir sehen jetzt wieder Gier im Markt. Hier der Fear and Greed Index jetzt bei 68. Und Sven Henrik mit einer sehr sarkastischen Bemerkung, aufgrund des Klimawandels wird jetzt die Weihnachtsrallye bereits in den Oktober vorgezogen. Das ist natürlich eine sehr passende Bemerkung. Und wenn wir uns mal jetzt die Stimmung an den Märkten anschauen, sehen wir, wir haben jetzt die laxesten Finanzkonditionen, Financial Conditions und gleichzeitig extreme Zahlen an M&A-Deals, also Zusammenschlüssen, Fusionen, Übernahmen, all das ist derzeit auf einem Rekordniveau und die Stimmung auch sichtbar bei Bitcoin mit neuem Allzeithoch heute, nachdem gestern ja dieses ETF gelauncht wurde. Henrik Becker hat eine Analyse vorgelegt, die wir am Wochenende bereits veröffentlicht hatten. Da hat er einen Anstieg bis knapp über $68.000 prognostiziert, bevor es dann wieder runtergeht in Richtung $45.000. Also laut Henrik Becker werden die Bäume jetzt nicht in den Himmel wachsen, auch wenn noch ein paar tausend Dollar ist. Aber viele sind es ja nicht mehr. Ich glaube, wir waren jetzt bei 67.000. Also da wäre die Schmerzgrenze bald erreicht, laut dieser Analyse. Ja, Schmerzgrenze bzw. Euphorie bzw. Bitcoin, da fällt einem ja Tesla ein. Tesla wird heute nachbörslich die Zahlen veröffentlichen. Die werden wir bei finanzmarktwelt.de abbilden, meine Damen und Herren. Die Aktie ja auch sehr stark gestiegen. Wie wird die Aktie reagieren? Heute wird sehr wichtig für den Nasdaq. Und dann eine Ankündigung für morgen. Da werden wir das Thema haben bei der neuen Folge von Boom & Bust, Jahresendrally. Alles bullish oder was? Und Sie werden sich wundern, wie bullisch ich da argumentiere. Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Ich werde den Live-Link für morgen Abend schon mal unter das Video packen mit André Starke, der mal aus dem Nähkästchen plaudert. Der hat einen sehr, sehr großen Fonds geleitet mit über 2 Milliarden Euro Volumen. Was eigentlich für einen institutionellen Investor wichtig ist, welche Mechaniken da am Start sind und was das für Sie bedeutet. Unbedingt sehenswert ist wirklich, glaube ich, etwas, was man sich was man nicht oft zu hören und zu sehen bekommt. Wie gesagt, den Link packe ich unter das Video und ebenfalls unter das Video packe ich zwei Artikel, meine Damen und Herren. Nämlich Analyse, die Gründe für den Rücktritt von Weidmann und das Horrorszenario von Fratscher. Vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte mich ja mal als Finanzkanzler beworben und da EZB-Chef Marcello Fratscher gleich ins Spiel gebracht. Und dann noch ein weiterer Artikel, Inflation laut DIW. Ist nur die selbsterfüllende Prophezeiung problematisch, alles andere ist gut, sollten Sie auch mal durchlesen. Also zwei Artikel, die ich Ihnen anempfehle, plus der Live-Link für morgen. Da haben Sie reichlich zu tun, meine Damen und Herren. Jedenfalls ein schlechtes Omen aus meiner Sicht, was jetzt passiert mit dem Rücktritt eines der vernünftigen Menschen
die jetzt sozusagen noch ein wenig Rationalität in eine völlig entgleitende, völlig entgleisende, völlig übergriffige EZB gebracht haben. Dieser Mann wird bald weg sein und das wird bedeuten, das, was Stelter gesagt hat, der Weg wird frei sein in die Staatsfinanzierung. Hurra, natürlich zur Rettung der Menschheit, des Klimas, des Euros und überhaupt im Prinzip des Guten. Wenn es dann Freiheitseinschränkungen geben muss, dann sind das eben Kollateralschäden. Also, meine Tipps habe ich Ihnen genannt. Jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend. Servus und ciao.